herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Berila, ich grüße dich. Deine Frage ist, ob sie sich wieder meldet. Und das klären wir. Diese Karte in die Mitte gibt schon die Antwort, weil ein Brief kommt. Und die Blumen zeigen, das ist erfreulich. Und das heißt, sie meldet sich wieder. Diese Karte zeigt dein Gegenwart und das bedeutet deine Spiritualität und auch diese Kraft zu nutzen, die Kraft dieser Magie, natürlich Weißmagie. Und was verstehen wir über Weißmagie oder wie könnte man das erklären? Achte auf dein Energiefeld, weil das ist deine Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, einer von den wichtigsten hermetischen Gesetzen und das bedeutet, Gleiche zieht Gleiche an. Und dieses Energiefeld oder Aura, das kommt von deinem Inneren, Denken und Fühlen. Betrachte es optimistisch, ohne Angst, ohne Zweifel. Dadurch verbessert sich dein Energiefeld, verbessert sich diese Anziehungskraft. Außerdem, diese magische Anziehungskraft habt ihr. Worauf sollst du noch achten, wenn es hier um diese Magier geht? Die Vorstellung, die Visualisierung und das so vorstellen, so lebendig, wenn das schon eingetroffen wäre. Und achte auf den vier Elementen, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und das zeigt die Gleichgewicht, die inneren Gleichgewicht, die inneren Harmonie. Dann verbinde oben wie nach unten, oben das Göttliche, verbinde das mit deiner Intuition. Lass das einfach fließen, geschehen lassen. Vertraue das Fluss des Lebens. Und dieser Unendlichkeit-Symbol zeigt auch dieses Wiederkehrende. Das sind wie eine schöne Welle, was zu dieser harmonischen Bewegung kommt. Alles zusammen sind Werkzeuge, was man magisch arbeiten kann, wirklich kann. Und das wirkt auch. Aber ich betone das noch einmal. Nur Weißmagie, nur diese göttliche, das ist eine göttliche Quelle, das ist göttliche Energie und das ist schöpferisch. Und das heißt, versuche positiv denken und stell das vor, dass sie wieder da ist und ihr könnt diese Versöhnung genießen und dass diese gute Botschaft bald eintrifft und da hast du ein gutes Gefühl dabei. Achte auf deine inneren Harmonie, dein inneren Gleichgewicht, verbinde dich mit Göttlichen und auch betrachte deine Intuition, handeln intuitiv und so kommt deine Welt auch in Ordnung. Und das ist dann auch die Energie, was du hast. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier diese goldenen Taler. Und das steht in Verbindung zum Erde-Element. Und Erde-Element bedeutet Realität. Also das heißt, das ist keine Träumereien, sondern das sind Taten. Das ist Realität. Außerdem, diese goldenen Taler symbolisiert die Werte. Du brauchst dieses Selbstwertgefühl. Du bist es wert, geliebt zu werden. Du bist es wert, dass sie wieder da ist und dass sie ihren Gefühlen auch zeigt. Aber auch Wertschätzung schenken anderen gegenüber, vorausgesetzt ist, sie haben das verdient. Möglich ist es auch, dass
wäre gut, über die Finanzen auch nachdenken. Die Verborgenen, bei dir liegt diese Karte hier und dieser junge Mann zeigt die Neuigkeiten. Und diese Neuigkeiten kommen und das ist die Feuerelement und das setzt etwas in Bewegung. Weil Feuer ist aktiv und zeigt auch Begeisterung, auch Leidenschaft. Jetzt schauen wir ihr Gegenwart. Und das zeigt hier dieses Bild, die Zahl 0 bedeutet Gedanken, Ideen, aber noch kein Schritt nach vorne. Und das zeigt auch diese Haltung, wo hier eine gewisse Unsicherheit da ist, soll ich nicht. Was ist dann, wenn ich einen Schritt auf sie zugehe, bin ich immer noch auf dem festen Boden oder stürze ich ab? Und das zeigt das zeigt ihre momentane Stimmung. Worüber macht sie Gedanken? Das zeigt sich hier, diesen Kelch und die ganze Haltung. Die ganze Haltung ist ein Symbol für eine Einladung und Offenheit, offen über Gefühlen zum Sprechen. Und auch die Neuigkeiten, dass diese Neuigkeiten werden kommen. Natürlich kann das auch bedeuten, weil sie momentan noch keine Schritte auf dich zugehen möchte, dass sie Erwartungen hat, dass hier eine Einladung kommt. Aber warte, warte, bis sie sich meldet. Ich würde bei ihr nicht melden. Jetzt, was liegt bei ihr im Verborgenen? Ihre Geheimnisse zeigt hier dieses Bild und diese Kelchen symbolisieren ihre Gefühle. Aber momentan ist es ein Traum und sie lebt diesen Traum, sie lebt auch diese Vorstellung, aber sie setzt das in die Taten noch nicht um. Eine Botschaft, eine Nachricht wird aber kommen. Jetzt klären wir ihren Gefühlen mit diesem Gefühlsklärungskarte, was eigentlich für Kinder gedacht ist, aber das ist so liebevoll gemacht und ich arbeite mit diesen Karten, weil wir Erwachsenen haben auch Gefühle und das klären wir jetzt. Ihren Gefühlen. Ich bin der Rückzug-Igel. Ich ziehe mich zurück, will alleine sein. Ich mache alles so gut, wie es geht, mit mir selbst aus. Das ist die Gegenwart. Die Gefühle sind aber da. Und das zeigt sich hier, diese Kerlchen, und das zeigt sich auch. Und diese Offenheit wird auch kommen und die Nachricht aber auch. Liebe Perila, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute von Dendera.